Ja, vielen Dank für die Einführung, Ossi. Und es ist mir eine große Ehre und natürlich auch eine Freude, hier bei dem Heimspiel in Offenbach auf der TEDx da sein zu dürfen und über das Thema Digito Ergo Sum reden zu können. Digito Ergo Sum beschäftigt sich mit dem Phänomen der zunehmenden Digitalisierung. Also wir hinterlassen mehr und mehr digitale Fußspuren, digitale Daten im Internet, in anderen Medien, sammeln diese Daten ein und übertragen die. Und ich möchte meinen Vortrag mit einem kurzen Video dazu beginnen. This is a baby. A baby generating data in a neonatal ward. Every heartbeat, every breath, every anomaly. From over 1,000 pieces of unique information per second. Helping doctors find new ways to detect life-threatening infections up to 24 hours sooner. On a smarter planet, analyze the data and you can predict what will happen faster. So you can do what they're doing in Toronto and build a smarter hospital. Let's build a smarter planet. Also das Video verdeutlicht ganz gut, wie schon quasi vor der Geburt, nach der Geburt, digital Daten von uns gesammelt werden, wie wir Daten ausströmen, aber gleichzeitig eben entsprechend auch durch dieses Daten, der Sammeln der Daten immer digitaler werden. Und die zentrale Frage, mit der ich mich schon seit einigen Jahren beschäftige, ist, werden wir sukzessive alle digital? Und wenn dem so ist, also wenn wir sukzessive immer digitaler werden, kreieren wir dann von uns selbst ein digitales Alter Ego, also ein Abbild unserer selbst. Und will dieses Abbild oder wird dieses Abbild unserer selbst dann auch eine Identität meiner selbst sein? Also wird es eventuell Persönlichkeit oder sogar vielleicht, wie einige Philosophen schon gehört haben, eventuell auch eine Persönlichkeit ausprägen in Form von Bewusstsein. Die ersten Gedanken, die ich dazu hatte, waren während des Studiums hier in Offenbach an der Hochschule, wo ich mich mit dem Thema Human-Computer-Interface-Design auseinandergesetzt hatte, von den klassischen Schnittstellen, die immer mehr immaterialisiert wurden, immer kleiner wurden und ja, von einem Hardware-Gerät auf ein Software-Gerät, auf eine Benutzungsoberfläche sozusagen mehr und mehr transformiert sind, angeregt durch das Werk von Hans Moverek, der in seinem Buch Mind Children darüber spricht, wie sukzessive unser, er redet von Geist, auf Maschinen übertragbar ist. Das zu seiner Zeit sicherlich noch eine Vision, eher ein bisschen utopischer angedacht, auch wie er das Ganze in seinem entsprechenden Buch hier beschrieb. Aber sicherlich ganz spannend und auch das, was TED ausmacht, inspirierend darüber nachzudenken und die Dinge weiter zu verfolgen. Zweites Buch war, nannte sich Artificial Life, welches ich auch schon kurz nach dem oder im Masterstudienbereich Human-Computer-Interface-Design mich mit beschäftigt hat, und das war Patty Mays mit sogenannten Interface-Agenten, also digitale Repräsentanten, die eher als Butler dienten, aber wenn man diese Ansätze weiter verfolgte, teilweise bei einem Glas Rotwein oder bei anderen Gesprächen, waren es Visionen, wo man gesagt hat, das könnte eventuell mal eintreten. Das war natürlich noch sehr früh, 88, 91, also noch lange bevor das Internet eigentlich aufkam oder diese Netzwerkgesellschaft, über die wir heute ja reden, existierte, aber eben durchaus wert, Gedanken da rein zu opfern. Was wir heutzutage sehen, ist, dass wir immer mehr Tracking and Tracing, also beobachtende und visualisierende Formen, diese Ausprägungsformen bekommen. Auf der einen Seite noch sehr explizit, das heißt, wie beispielsweise bei Nike Plus, da laufen wir und geben unsere Laufdaten beispielsweise dem Internet bekannt oder einer Community innerhalb des Internets. Oder bei Adidas, wo ich dann auch noch ein Herzfrequenzmessgerät habe und sehe, es sind nicht nur meine geografischen Daten, sondern es sind auch meine Vitaldaten oder auch meine Musik, die ich dazu gehört habe, also mehr und mehr Daten, die ich da hinterlasse. Weiter mit solchen Phänomenen wie Fitbits, wo ich meinen Schlaf sukzessive durch das Tracking meines Schlafs wiederum optimieren kann. Dafür gibt es dann auch schon verschiedene Apps und so weiter. Bis halt hin in den Bereich Datum, wo eben eine ganze Reihe an Nutzern jeden Tag, aber auch noch sehr manuell ihre Daten eingeben. Also was habe ich für was ausgegeben, wie viel Kaffee habe ich getrunken oder andere Dinge. Das scheint so zu sein, dass wir eben dieses digitale Reporting durchaus sehr mögen, weil das ist verhältnismäßig aufwendig. Das ist so wie bei Second Life, wo ich sozusagen nicht nur mich um mich selbst kümmern muss, sondern da muss ich mich auch noch um mein alter Ego kümmern. Und dann wissen wir bei Tamagotchis, wenn ich auch noch mein digitales alter Ego pflegen muss, dann wird es aufwendig und
ja, wenn es so aufwendig ist, dann versiegt es doch eigentlich eher. Aber trotzdem ist dieses Phänomen immer vorhanden. Mal poppt es dann halt auf und wird größer, wird auch ein globales Phänomen wie bei Second Life. Dann geht es aber wieder unter, weil es einfach zu aufwendig ist und wir nicht unbedingt den Mehr- oder Nutzwert auf lange Zeit sehen. The Quantified Self ist dann eine weitere Rubrik, wo ich dann eben basierend auf den Daten im Internet auch schon entsprechende Freunde oder andere Sachen vorgeschlagen bekomme. Also eine Art der Digitalisierung, die durchaus ganz neue Formen ja, einer Netzwerkgesellschaft auch, wie sie Dirk Becker momentan schon hervorsieht, hervorbringen wird. Oder eben das digitale Me, wo ich dann eben entsprechend unterschiedlichste Identitäten, wie wir es auch schon gehört haben, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter und so weiter, sukzessive abbilde. Das sind alles eher explizite Sachen, also ich muss es proaktiv da einpflegen und habe aber schon diese digitale Identität, die existiert, die baut sich aus, einerseits von mir, andererseits durch andere, also Selbst-Image und das Fremd-Image fließen da zusammen. Was wir jetzt eben sehen, ist so ein Wandel, also langsam vom Expliziten, wo ich wirklich noch was tun muss, halt zum Impliziten. Und das bedeutet, dass ich auf einmal im Internet of Things oder das Internet der Dinge sozusagen Verlängerung meiner selbst bekomme. Also wir haben schon gehört, dass mittlerweile das mobile Smartphone sozusagen ja eigentlich ein weiteres Organ unserer selbst geworden ist. Also es ist eigentlich eher wie eine Prothese, die uns sozusagen angewachsen ist. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wenn wir nicht den Gummihandschuh, sondern das Smartphone daneben legen, dass das vielleicht auch mit dem Smartphone funktionieren könnte, wäre mal sehr interessant zu untersuchen. Aber auch der digitale Pass, also der elektronische Personalausweis, ist nichts anderes als letztendlich ein digitales Abbild unserer selbst. Natürlich noch sehr fragmental, aber etwas, was eben dieses Tracking und Tracing schon automatisiert. Also da bist du gewesen, das musst du nicht mehr reporten, sondern das macht momentan schon eine App in deinem Smartphone für dich beispielsweise und basierend da, wo du gerade bist, kriegst du schon lokationsbasierte Dienste und so weiter angeboten. Wie wir es zum Beispiel bei Foursquare, Akaaki, Govalla, Twitter, Facebook Places und so weiter sehen. Das heißt, auch hier wieder eine implizite Verbreitung meiner selbst und ein Reagieren der Systeme auf das, was ich sozusagen dort von mir kundgebe. Und wenn wir uns das anschauen, was wir da alles kundgeben, also wo bin ich, was mache ich gerade, mit wem mache ich gerade was, was mag ich nicht, wo bewege ich mich hin und so weiter. Es ist ein permanentes Data Reporting, fast schon in Echtzeit, wo ich eben entsprechend über diese Dinge kommuniziere. Das ist der nächste Schritt, in den wir jetzt so langsam reinkommen, aber das geht natürlich noch weiter. Wenn ich mir so Phänomene wie von Novartis Proteus angucke, da schlucke ich so eine kleine Pille und diese kleine Pille, die kann über einen entsprechenden Sensor in Form eines Pflasters, den ich mir aufklebe, gibt es mir sozusagen die inneren Körperfunktionen oder Vitalwerte nach außen. Das heißt, ich sehe auf einmal sehr viel mehr von mir, was ich so gar nicht sehe, was mir nicht bewusst ist, kann ich visualisieren. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Blick auf mich selbst. Ist natürlich auch spannend dann für die Krankenkassen oder für andere Sachen, je nachdem, wer dann Zugang zu dieser App beispielsweise hat. Aber es zeigt, ich reporte sozusagen aus dem Inneren meiner selbst heraus, kann die Dinge sehen, kann dann eben ganz unterschiedlich darauf reagieren. Zum Beispiel habe ich hier die Möglichkeit eben zu sehen, habe ich vielleicht einen Vitamin-C-Mangel und momentan und sehe sozusagen in meinen inneren Körper und dadurch weiß die App eigentlich mehr über mich, als ich selber über mich weiß beispielsweise. Bei solchen Phänomenen wie Skin Probes oder bei solchen ersten Visionen von Philips beispielsweise nutzt man genau diese Phänomene aus dem Körperinneren, um sie nach außen hin auch explizit zu kommunizieren. Also eine Visualisierung in Form, hier ist es Kleidung, wo man eben diese spezielle Kleidung dazu nimmt und Gefühlszustände, die von innen, vom Inneren des Körpers, also über diese kleinen entweder implementierten Transponder oder geschluckten Microchips beispielsweise, dass ich das nach außen transportieren kann und habe dadurch natürlich ganz neue Formen der Datenvisualisierung, auch einer Datenkommunikation, aber gleichzeitig aber natürlich auch wieder ein Reporting und so weiter in diesen Bereich halt hinein. Das sind natürlich Sachen, gerade bei studentischen Arbeiten oder so im Forschungsbereich, wo man eben guckt, wie kann ich das auch gestalterisch wieder nutzen und in verschiedenen Bereichen einbinden.
Hier geht es dann natürlich sehr viel weiter. Jetzt komme ich auf einmal auch durchaus in so eine semantische Ebene, weil ich versuche, den Dingen eventuell schon Bedeutung zuzuordnen. Das kann dadurch sein, dass ich das wieder explizit mache, aber es kann auch dadurch sein, dass die Systeme sukzessive schon Rückschlüsse auf gewisse Sachen ziehen und dadurch semantische Verknüpfungen, also Bedeutung letztendlich hervorrufen können. Also wie fühle ich mich überhaupt, was fühle ich, und jetzt geht es nicht mehr nur noch um das reine, wo bin ich, sondern wie fühle ich mich, wie denke ich, was denke ich oder existiere ich überhaupt noch, weil so eine kleine App kann mir durchaus sagen, dass ich in 5 Minuten tot bin, basierend auf den Vitalwerten werde ich die nächsten 5 Minuten nicht überleben. Kann sein, klingt komisch, ist aber so. Und wozu führt das Ganze letztendlich? Ich nenne das immer Digital Mevolution, also so eine Digitalisierung meiner selbst. Wenn wir das mal historisch sehen, so in den 1960er Jahren des letzten Jahrtausends, da waren so ein paar Kilobyte, die von uns irgendwo eher im administrativen oder im Sicherheitssektor bekannt waren. Das nahm dann schon verhältnismäßig gravierend zu in Richtung vom Kilobyte-Bereich, die wir dort reinstellten, in den Megabyte-Bereich. Entsprechend in den Gigabyte-Bereich, als dann das Internet sozusagen kam, hin zum Internet of Things, wo wir schon mehr oder weniger die Hälfte unserer selbst letztendlich digital dort abbilden, bis halt rein zu unterschiedlichen Prognosen 2050, wo es schon um Jottabytes geht, die wir tagtäglich dort hinterlassen. Also das ist eine riesige Menge an Dingen, die wir dort hinterlassen, um uns selbst dort eben entsprechend auch abzubilden. Und es ist dann nicht mehr nur noch körperliche Abbildung, sondern auch durchaus mentale oder semantische Abbildung, die wir von uns dort hinterlassen. Fakt ist, wenn man heutzutage keine digitale Identität hat, dann existiert man nicht. Also Leute wie Douglas Macmillan, der sagt, if you don't have an app, you don't exist. Und jeder von uns weiß, wenn ich als Kommune oder als Unternehmen oder auch als Marke keine eigene Internetpräsenz habe, dann fehlt ein Teil von mir. Und wenn ich in Google nicht gefunden werde, dann habe ich wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall schon ein Problem und vielleicht auch in anderen Bereichen ein entsprechendes Problem. Also ist die digitale Identität schon extrem wichtig. Ohne diese Extension of myself, also die Erweiterung meiner selbst in dieses digitale Medium, bin ich gar nicht mehr als komplettes sozusagen Existenz in einer Netzwerkgesellschaft. Netzwerkgesellschaft ist deshalb so spannend, weil wir uns jetzt gerade eben in diesem Paradigmenwechsel, wie der Dirk Becker es auch beschreibt, befinden. Wir wandeln uns jetzt von der modernen Gesellschaft, die geprägt war durch den Buchdruck, davor hatten wir die Antike, die geprägt war durch die Schrift, und davor hatten wir sozusagen die der Sprache geprägte Gesellschaftsform. Und jetzt kommt die vierte Gesellschaftsform, das ist die der Netzwerkgesellschaft oder Computergesellschaft. Und das, was wir in Stuttgart 21, Tunesien und sonst wo sehen, sind genau diese Auswirkungen. Wir kriegen eine Art der Sinnüberflutung, und das sind die Auswirkungen, wie sich die Gesellschaft verändert. Das hatten wir damals, als sozusagen der Buchdruck die Schrift abgelöst hat und die Schrift jetzt eben, der Druck sozusagen abgelöst wird eben durch diese neuen Medien. Das müssen wir verarbeiten, das verändert unser Denken, dass wir die ganze Zeit vernetzt sind, nicht mehr nur noch 10, sondern 10.000 Freunde haben können. Diese ganze Sinnüberflutung führt immer dazu, dass sich diese Gesellschaft sowieso sozusagen immer erst an das Neue gewöhnen muss. Da wird klar traditionellerweise gegen gekämpft, weil eine Veränderung ist eben immer erstmal was, was man nicht so gerne hat, bevor sich das dann nach und nach eben entsprechend einspielt. Was wäre, das ist aber jetzt eher eine Hypothese, mit der ich mich auch damals schon nach dem Studium im Rahmen von einer Dissertation beschäftigt habe, mit dem Thema der Interface-Agenten, ob das nicht durchaus nicht nur digitale Butler für uns sind, also die im Auftrag von uns etwas im Internet unternehmen oder für uns besorgen beispielsweise, sondern ob das nicht sogar digitale Alter Egos unserer selbst werden, weil wenn die uns die ganze Zeit beobachten können beispielsweise, dann könnte es ja auch durchaus sein, dass sie klar ein Abbild unserer selbst erzeugen können, aber auch sehr viel über uns lernen. Ein Interface-Agent ist dabei ein autonom adaptives System. Muss ich das vorstellen wie so ein kleines Männchen, was sozusagen auf der Schulter sitzt, rein metaphorisch gesprochen, mit Sensoren und Effektoren. Also es kann auch agieren, es kann nicht nur wahrnehmen und hat die Möglichkeit dann sowohl auf Basis dieser Wahrnehmung und der Reflexion eben entsprechend zu agieren. Das ist eine Definition von Herrn Liebermann vom MIT.
Was momentan passiert, ist auch, dass wir den Computer, den wir vormals als Maschine angesehen haben, dass der sich bei uns in der Wahrnehmung wandelt. Also der Computer wird von der reinen Maschine hin zum, heutzutage ist er ja eher ein Metapherntheater, das heißt, wir haben kleine Ordner und kleine Desktop und so weiter, hin zu Richtung Partner. Also das Ganze wandelt sich von einem interaktiven System hin zu einem kooperativen System. Also der Computer ist vielmehr der Partner, mit dem ich kommuniziere in Zukunft. Dieser Wandel findet jetzt gerade erst statt, vom grafischen Benutzungsoberflächen hin zu natürlichen Benutzungsoberflächen. Und auch hier wieder diese, in Anführungsstrichen, Smartphone oder smarten Devices sind so die ersten Vorboten davon, wie ich in Zukunft auch mit dem Computer umgehen kann. Die meisten benutzen heutzutage eher eine Maus oder ein Keyboard und Dinge verschwinden und ich habe einen viel natürlicheren Umgang mit den Sachen. Apple hatte 1987 dann auch schon, auch während des Studiums, so eine Knowledge Navigator Studie, die vielleicht der ein oder andere von Ihnen kennen. Ich habe noch mal einen kurzen Ausschnitt davon mitgebracht. Das war auch eine Vision, wie wir in Zukunft mit dem Computer umgehen können und die Dinge brauchen. Man merkt, das ist 87, damals noch eher eine Utopie, es gab noch kein Netz, der Computer sah ganz anders aus. Und aus dieser Utopie ist heutzutage was geworden, wo man sagt, kann ich mir durchaus vorstellen oder das existiert ja sogar schon. Das heißt, es ist auch für James Bond immer schwieriger, eben neue Features zu finden, um dann eben entsprechend auch wegweisend zu sein. Ich lasse mal kurz das Video ablaufen. You have three messages. Your graduate research team in Guatemala, just checking in. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second extension on his term paper. And your mother reminding you about your father. Also, this is Phil. Dieser kleine Interface-Agent, der damals eben als, ja, als menschliches Wesen sozusagen, als Abbild fungierte auf einer Benutzungsoberfläche und so eine Vision davon gab, wie wir in Zukunft durchaus mit dem Computer umgehen können. Also wo wir keine Handbücher mehr brauchen, um Dinge zu lernen, sondern wo wir auf eine sehr viel natürlichere Art und Weise mit den Dingen umgehen können. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, nächstes Betriebssystem von Siri, was jetzt rauskommt, auch mit dem neuen iPad 2, da sehen wir, dass Siri, was ein virtueller Agent ist, wo ich gleich auch nochmal eine kurze Filmsequenz von zeige, was Siri letztendlich ist, nichts anderes als so ein Decision Support System, was als virtueller Agent funktioniert und mit dem kann ich verhältnismäßig natürlich sprachlich schon umgehen. Personal assistant on your phone. Siri helps you get things done when you're on the go. Using Siri couldn't be easier. Just press the green button and say what you want. I'd like a romantic place for Italian food near my office. Siri sends my words up to be interpreted as text, waits for my confirmation, and then gets to work for me. It looks at multiple sources of information to find a solution to my problem. Also was wir hier schon sehen, ist eben diese Interpretationsebene, der hat eine gewisse Lernfähigkeit, er hat eine Context-Awareness, also eine ganze Reihe an Sensoriken, die dazu führen, viel multipler Dinge zu erkennen, abzubilden und eben entsprechend auch wieder dieses handlungsrelevante Wissen in anderen Bereichen zu nutzen. Die hypothetische Frage, die sich natürlich dahinter ergibt, ist, wenn wir solche Technologien bekommen, die uns 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sozusagen beobachten können, wird das dazu führen, dass wir uns digital abbilden? Und wenn wir uns digital abbilden, ob das dazu führen wird, dass wir letztendlich auch als persönliche Identität weiter existieren können? Bei der ersten Frage denke ich, ja, das wird auf jeden Fall so kommen, das machen wir schon und das ist eher so ein natürlicher Prozess. Bei dem zweiten ist es eher eine Frage, die ich nochmal im Raum stehen lasse und eher als Diskussionsanregung, weil darauf habe ich natürlich auch noch keine Antwort. Aber es ist durchaus sehr interessant zu beobachten, wie sich die Dinge verändern, wohin sie sich verändern und ob es nicht dazu führen wird, ein digitales Abbild meiner selbst mit physischer und semantischer Wahrnehmung sozusagen in Zukunft zu kreieren.
Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und das ist meine Identität gerade aktualisieren. Danke.